Ja, wir kommen nochmal zurück. Glückwunsch zur Meisterschaft, zum Aufstieg, zum Rekord 82 Punkte von 90 geholt. Heute hast du mal richtig zugeschlagen am letzten Spieltag. Dein Kollege war heute ein bisschen im Rückhalt. Ja, die Pause gönne ich dem. Der hat über die ganze Saison lang überragend gespielt. Nina Nagy ist ganz klar Spieler der Saison gewesen. Heute hat er eine Auszeit bekommen. Ich habe gesagt, mach ein bisschen weniger. Ich mache heute ein bisschen mehr. Dann passt das schon. Ihr habt ja so ein bisschen Sandgetriebe heute gehabt. Gestern so ein bisschen auf den öffentlichen Partys gewesen, hat man gehört vom Kapitän. Aber ihr wolltet ja den Rekord wieso haben heute? Ich glaube, so über die ganze Saison lang sehen, dann ist das eigentlich erlaubt, dass die Spieler mal gestern Abend draußen waren. Wir haben das vollkommen verdient. Aber wir haben ganz klar gesagt, wir gehen gestern Abend, also über die Nacht gehen wir raus, aber um 14.15 Uhr. Geben wir Gas und gewinnen das Spiel, so ist es auch gekommen und ich denke, wir können zufrieden sein mit der ganzen Saison. Ja, eine tolle Mannschaft, eine tolle Leistung, zweimal hintereinander aufgestiegen. Die Mannschaft hat ja mehr als Qualität für die Bezirksliga. Jetzt verstärkt sie sich nochmal, 3, 4 Positionen. Hast du denn heute schon eine Vorstellung, wo ihr hin wollt in der Bezirksliga? Ja, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr unser Bestes geben. Wir werden uns auch mit Spielern verstärken, die höherklassig gespielt haben oder spielen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr im gesicherten Mittelfeld in der oberen Tabellenhälfte spielen. Ich denke, dass wir nächstes Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und dann gucken wir, was draus kommt. Ja, nochmal Glückwunsch, Dank und alles Gute und für die Zukunft. Vielen Dank.